Heute kümmern wir uns ja um diesen leckeren Spargel-Nudelsalat. Und wenn du mir eine Freude machen willst, like gerne das Video oder teile das Video. Das unterstützt einfach den Kanal, wenn da immer Bewegung drin ist. Ob es ein Kommentar ist, liken, sonst irgendwas. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt mit dem Rezept. Die Zutaten und Mengen stehen ja wie immer unter dem Video in der Infobox. Wir kümmern uns jetzt einfach erstmal ums Dressing. Die Nudeln und den Spargel, das mache ich gerade hinter mir. Also jetzt sind gerade die Nudeln dran. Und dann kommt der Spargel. Jetzt geben wir einmal Olivenöl in die Schüssel. Dann Rotweinessig. Dann eigentlich Nudelgewürz, aber ich kann mir ja nicht für jedes Rezept extra ein Gewürz holen. Also könnte schon, will ich aber nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach ein Gemüsegewürz. Kann ja mal gucken, was da hinten so drin ist. Salz, Pfeffer, Zwiebelraspeln, Paprikapulver, Knoblauch, Kreuzkümmel, Zitronenschale, Chilipulver. Dann Basilikum. Pfeffer, Salz und Zucker. So, das verrühren wir. Jetzt schneiden wir einfach ein paar Tomaten. Jetzt habe ich hier ein Glas Antipasti. Das schneide ich jetzt einfach in Stücke. So, die Nudeln sind soweit. Die kommen jetzt hier mit rein. Hier noch so Kirschpaprika, schneide ich jetzt auch noch mal ein bisschen hier rein. Jetzt kommt der Spargel. Und dann kommt auch noch etwas Parmesankäse dazu. Aber ich will ja jetzt nicht, dass der schmilzt. Deswegen warte ich damit noch, weil der Spargel ja jetzt heiß ist. Also der grüne Spargel hat bei mir jetzt so ungefähr 9 Minuten geköchelt. So, jetzt ist das Ganze etwas abgekühlt. Und jetzt kommt noch Parmesan dazu. Noch ein bisschen frische Petersilie, da hatte ich doch noch was da. Ja, und das ist jetzt unser Salat. Da muss ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Ich gebe ja zu, ich habe schon probiert, weil ich ja abschmecken musste. Der schmeckt so lecker. Also, wenn ihr den irgendwo mitbringt auf irgendein Grillfest oder so, ist einfach mal was anderes. Ich glaube, die Gäste werden begeistert sein. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!